Der FC Buchs war schon immer ein Magnet gewesen, ein Club mit vielen Gesichtern. Bei der 100-Jahr-Feier habe ich einen Haufen von denen angetroffen und ich habe mich an viele erinnert, die nicht mehr leben. Mein Vater, der Benalti Rees, gehört auch dazu, der Heinz Bolter und viele andere. Das ist alles in einem Buch festgehalten, wo zwei Nicht-Fußballer, aber gute Rechercheure gemacht haben. Das aber später. Jetzt zum Uri. Auf ihn bin ich zuerst los, weil er gerade neben dem Check gesessen ist. Genau. Bei den Junioren bist du ja gut gewesen. Nein, ist... eben auch nicht. Wohl, dort schon noch. Aber nein, das hat es ein bisschen angeschaut. Gewaltig. Wegen der Frau? Nein, aber wegen dem hier. Da ja, ja. Hast du gepokert mit? Jawohl. Hoi, Check, bist du auch schuld? Ja, das stimmt schon. Der Willi Weder hat damals gesagt zu mir, jetzt kommt noch das schwarze Gespenst. Und da bist du gewesen? Weil der Ueli wieder verzögert. Ja, aber verschwind mit dieser Linse. Dann ist deine Karriere wegen dem Check irgendwie weg. Also, hast du mal geschuttet, der FC Buchs? Ja, sicher habe ich da mal geschuttet. Das ist mein Stammverein, mein erster. Aber du, ich werde nie. Ich habe doch gerne geschuttet, so ein Weiche. Das ist mein dritter Stammverein. Aber weißt du, dein Problem war doch immer, dass ich nicht verlieren konnte. Ich? Ja. Ja, vielleicht, ja. Aber es hat besser. Hat besser. Hast du auch noch mal geschuttet? Nein, eigentlich nie. Ich habe Handball gespielt. Hast du mal geschuttet? Ja, sicher. Ein Haufen Jahre, in den Junioren noch mit dem Rolf. Dann. Ich habe meinen Weg schon Eishockey gemacht. Ja, Mann, ja. Du bist natürlich eine Fußballerlegende, hä? Ja, das bin ich, ja. Du hast noch intubiert. Ich habe lange Jahre trainiert. Lange Jahre Junioren trainiert und 10 Jahre trainiert. Und Erfolg mit diesen Junioren. Sie sagen dir heute noch Grüezi. Und du bist doch mal in der B gewesen, bei den B-Junioren, nicht? Nein, selbst nicht. Nein. Hast du nie nach der Nationalliga gestrebt? Nein. Das haben wir jetzt nicht gelangt. Das ist mir zu viel in Ausgang. Du, ich suche einen Shooting-Club Buchs, suche immer einen, der international geworden ist. Hättest du es so fast geschafft? Ich bin nachher zurück gewesen. Eben drum. Und was hat es gehabt? Viel nach dem Trainer. Du bist Trainer. Das war meine Szene. Eben. Nein, freust du das? Gar nicht direkt reingekommen. Lothar Matthäus, sind wir vorne gewartet, gell? Ja, nein, ich bin auch gesprungen. Ja, aber jetzt mal verschellig als der Ball, gell? Das kann man sagen, ja. Kriegel, Wahnsinn. Was ist es dir geworden? Ja. Gell, Weiss? Ja. Du bist auch Weiss geworden. Ja, nicht wegen dem, aber jetzt rauchst du. Du bist doch ein Top-Fußballer gewesen. Ist das vorbei, oder was? Ja, das ist vorbei. Aber du bist schon mal sehr gut gewesen, gell? Nein. Du hättest ja fast in Mexiko eine internationale Karriere angestrebt, nicht? Ja, nicht schon. Also über Fußball reden wir nicht, Entschuldigung, gell? Nein. Aber komm. Nein, aber über eine Aufgabe im Richtplan sind wir am Schwätzen. Hey, wir machen dann jetzt noch arbeiten. Aha. Immer im Dienst, weißt du? Ist... Bist du dort Kandidat oder hast du Interesse für Fußball? Fußball, grosses Interesse. Ich habe lange selber gespielt. Und du bist ja da. Ich bin eingeladen von den Fußballern. Und jetzt bin ich gespannt, was sie denn bieten. Was, wo hast du geschuttet? Zevala, natürlich. Hoi, vierte Liga oder fünfte Liga? Ja, viert. Viert. Und dann nachher hast du mal ein bisschen auf Buchs geschaut? Nein, nachher habe ich dann gehört. Aber hättest du schon ein bisschen eifersüchtig gewesen, wenn Buchs der zweite Liga gewesen ist? Aber weißt du, Feste kann ich gleich noch. Mit dem Fußball. Ist ja auch eifersüchtig nicht gewesen, wenn Buchs der zweite Liga gewesen ist? Nein, als Kollege gewesen. Bist du jetzt Fußballer? Nein, Pontenier. Aha. Also, Pontenier. Warum sind Pontenier da eigentlich eingeladen? Warum? Kandidat? Wir machen heute Abend der Donatora-Vereinigung, der Pontenier-Anlass und es wird ein Termin ausgehen. Dann müssen wir sagen, es macht keinen Sinn, wenn wir 300 Meter weiter weg ein Apro machen und haben mit dem FC Kontakt aufgenommen und sind sehr gerne da. Das ist gut. Und wenn du Stadtpräsident wirst, wirst du den Fußballclub Buchs im 101. Jahr vergolden, oder? Erstens bin ich nur Kandidat und zweitens ist dann nur Liga 1, also Nazi A. Das muss das Ziel sein, oder? Ach, Seefler, über die vierte Liga sind wir nie rausgekommen. Aber klar, wir haben schon die zweite Liga geschultert, gell? Aber nicht Seefler. Ah. Ganz klar. Sicher? Wohl. Wann ist es gewesen? Der Spielertrainer ist zwar ein Buchser, aber er nur... Wirklich? Zweite Liga? Ich weiß nicht, wo es gewesen ist. 1800, habe ich ihm ja. Nein, es war 1900. Was sind ihr da am Fähnen? Dann haben wir hier ein Zettel angeschaut. Das ist schon lässig. Dann ist gestanden, warte, jetzt mal so. Marion, du wirst gefilmt.
Nein. Aber geht es so im Fußball oder nicht? Nein, um einen Kittelmoden. Um einen Kittelmoden. Aha. Haute Couture, hat er gesagt. Haute Couture. Also weißt, früher hat es eben noch Fähnerfrauen gegeben als Buchs. Das ist aber schon lange nicht. Das ist schon in der Tat. Gell, aber hast du noch erlebt? Ja, ja. Es war doch gerade Frauen-WM und du hast entschieden, nein, ich schaute nicht. Warum nicht? Ja, weil ich es nicht kann. Wäre noch zum Lernen, oder? Vielleicht im nächsten Leben. Wer sind die besten Erinnerungen als Fußball? Die besten? Ja. Da gibt es verschiedene. Aber selber eigentlich hat man immer am meisten Freude gehabt, wenn ich auch Goal schiessen konnte. Du hast jemand mal eins geschossen? Einmal ist mir sogar gelungen. Ich weiss nur, in welcher Saison das war, dass ich in der zweiten Liga vom FC Bucks den meisten Goal geschossen habe. Und du bist schnell gewesen, gell? Ja, ich glaube, das haben sie gesagt, ja. Ich war immer so schnell gewesen, dass der Verteidiger mich nicht können umhauen von hinten, oder? Das ist wertvoll gewesen. Ich meine, ein Problem. Warum? Hat keine Frauen da, die Fußball gespielt haben. Nein, ich meine, du hast keinen Film dahin. Mal, selbst schon. Hat denn der FC Buchs keine Frauen? Mal, wir haben schon Frauen. Aber jetzt... Ist das ja. Nein, die kommen schon noch am Abend, nehme ich an. Vielleicht nicht zum Aperitif. Aber die Frauen gibt jetzt eine Werdenberger Auswahl. Eben. Und da musst du Walter fragen, er ist dort besser im Bild. Hast du denn da einen Shooter, Tanz? Ja, wie geht es denn mit dir? Hä? Ich habe einen Schweiderstag, ich habe es eben nicht unter Füßen gehabt. Also du bist ein Anti-Shooter? Bin ich, dann wäre ich nicht da. Aber? Und dann hätte ich auch nicht fünf Enkel, die gute Shooter sind. Was ist denn deine Verbindung zum Shooter? Das ist meine Verbindung zum Shooter. Ah, die Enkel. Und weißt du? Ich habe ja, meine Jungen habe ich noch und meinte, es gäbe Musikanten. Ja. Und das ist dann nichts geworden. Aber das sind gute Shooter geworden. Und ich bin dankbar, dass die in einem Teamsport mitmachen. Das ist eine Lebensschule. Kommt die jederzeit. Teamsport, ja. Das hast du jetzt gelernt. Fußball ist Musik. Ja, Gott verdorie. Weißt du, dass ich in Trefisburger auch fast ein Leben lang Musikdirigent. Eben darum sagen. Sie haben schon Team, weißt du? Ja, lache! Bist du ein Fußballer? Nicht ganz, leider nicht. Was heisst leider? Ja, ich bin nie ein Sportler gewesen. Ja, aber Fußball doch mit Sport ist nicht so sportlich. Ja, aber wir sind kein Sportler gewesen, wir sind nur Athletisch aus. Ja. Was hast du gesagt, Hans? Ja, ist gut. Vom Körperbau her wären wir zwei Athleten, hat Hans gemeint. Ja. Nein, er hat gesagt, es wären kein Sportler, die sehen nur athletisch aus. Ja. Sind die Fußballerinnen? Nein. Spielerfrauen? Mein Mann war mal Fußballer. Und ist es eben so, Spielerfrau zu sein? Ein bisschen stressig, sehr stressig ist es. Lang und Platz zum Stuhl, gell? Jawohl, ganz warten, genau. Warten, waschen. Ja, und vor allem warten. Das habe ich immer gehört. Das ist immer so. Ja. Trainer bist du, aber geshootet hast du nie, gell? Nein, also da hast du völlig falsch verstanden. Ich bin natürlich schon immer gut gewesen. Im Shooter? Ja, ja, sicher. Wo hast du geshootet? Ich bin Traktor vorwärts, hat er geheißen. Das kennst du nicht mehr, das war vor deiner Zeit. Was sagst du? Erzählst du Schmarrn, gell? Ich sage nichts. Hans Jakob, nein. Du hast nach ihnen angewiesen, dass sie älter sind oder dass sie gemeint haben, gell? Ja, sie haben das Gründungsdatum vergessen. Weil, gell? Es hat eben vor dem Ersten Weltkrieg schon den FC Buchs gegeben. Hoi. Und der ist ja wieder eingegangen über den Krieg, oder? Dann haben sie ihn noch mal angegründet. Und hast du alles recherchiert? Ja. Bist du im Fußball näher gekommen, du das? Ja, ja, also. Huren an. Was hast du mit Fußball zu tun? Hä? Ja, nichts außer, dass mein Bub Fußball macht und dass ich mal ein bisschen gesponsert habe. Sind so deine grössten Erlebnisse? Nein, Erlebnisse im Shooter. Drei Goal in einem Match. In einem Match? Ja, ja, genau. Echt? Aber fünfte Liga natürlich. Als was? Stürmer von der fünften Liga Mannschaft. Vielleicht ganz kurz. Ein Ereignis aus der Gegenwart. Unsere erste Mannschaft hat in Rüti 5-1 gewonnen. Und der Präsident ist der Abend schon gelaufen. Ich hoffe, der Jack macht den Rest nicht ab. Das ist gut. Nein, wir haben eh Glück. Also, so kam vom Hüttengehen
Abend hat mir gesagt, mehr wie eine Seite darf ich nicht sagen. Kommt euch entgegen, mir entgegen. Im Namen vom FC Buchs begrüße ich euch ganz herzlich zum Apro vom 100-jährigen Jubiläum von unserem FC Buchs. Es freut mich, dass so viel die Einladung gefolgt sind und wir heute miteinander einen schönen Abend verbringen können. Ich begrüße die Mitglieder vom Stadtrat, Supporter, Gönner, Sponsoren. Ich habe nicht so viel Ansprache. Und alle, die ich sonst noch vergessen habe, ich denke, ich habe schon die meisten begrüßt. Und ganz speziell begrüße ich auch den 200er Club von der Pontonier, der uns heute Abend, jawohl, unter dem Rolf Pfeiffer. Mit dem Rolf Pfeiffer, ja. Denke, wenn man als Verein 100 Jahre alt wird, soll man und kann man doch ein bisschen stolz sein. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich. Stolz auf die soziale Verantwortung, die wir als FC Buchs in der Gesellschaft wahrnehmen. Stolz auf die tagtäglich gelebte Integration. Stolz auf die vielen Freundschaften, die in den letzten 100 Jahren entstanden sind. Stolz auf die unzähligen ehrenamtlichen Stunden, die unsere Mitglieder tagtäglich absolvieren. Damit Jung und Alt ihren gelehrten Sport ausüben kann. Ich glaube, wir haben gesehen, in der Corona-Zeit, wie wichtig es ist, dass wir einen Verein haben und die Junioren einen Anker haben und gut trainieren können. In den letzten Jahren ist 100 Jahre viel passiert. In unserem über 300 Seiten starken Jubiläumsbuch kann ich dir alles nachlesen. Und sicherlich auch ein bisschen staunen, was hier in der wechselvollen Geschichte vom FC Buchs alles passiert ist. Im Verlauf des Abends werden wir dazu auch noch einiges hören, von der Geste und vom Check. Ich bin schon am Abschluss. Keine Angst. Abschließend geht mein Dank an alle. Alle habe ich gross geschrieben, die unserem Verein FC Buchs in den letzten 100 Jahren nur Gutes getan haben. Und uns auch zukünftig Möglichkeiten geben, und die nächsten 100 Jahre als Verein weiter erfolgreich unterwegs zu sein. Jetzt noch Fragen? Keine Fragen, gut. In dem Sinn wünsche ich uns allen eine tolle Arbeit und gemütliche Arbeit und dass wir uns alle selber ein bisschen feiern. Danke vielmals. Du bist aber eher ein Görner, gell? Ja, genau. Liebe FC-Familie, geschätzte Gäste vom FC Buchs, liebe Club 200-Mitglieder, wenn ich schnell noch darf, ein, zwei Worte sagen aus Sicht von der Pontonier an das 100-Jahre-Jubiläum, wäre ich sehr froh. Dankeschön. Was haben Pontonier und der FC gemeinsam? Es ist nicht das Durchschnaufen der dritten Halbzeit, wo sie sehr erfolgreich gestalten haben, sondern es ist eigentlich das Teamwerk. Sie brauchen ein Team auf dem Platz draussen, wo ihnen Punkte einfährt und wir brauchen ein Team bei uns, beim Rudra, wo miteinander zusammengearbeitet wird. Und das zeichnet es aus. Dass ein Verein 100 Jahre alt wird, ist eigentlich auch ein Zeichen für Konstanz, Beständigkeit und eine Verankerung. Und ich denke, die Verankerung haben ihr, wie wir sind euch auf der Spur, Walter. In 8 Jahren sind wir 100 Jahre alt. Das ist wichtig, das ist gut. Der FC tut viel für die Jungen. Wir engagieren uns auch für die Jungen. Das wird mitgetragen. Und in dem Sinn haben wir eigentlich für uns überlegt, dass wir ein kleines Präsent überreichen wollen. Der Manuel wird das machen, unser Vereinspräsident. Es ist eine Holzhase, mit der kann man Wasser schöpfen, egal, wenn es auch mal irgendwo sonst bei euch der Fall ist. Buchser Pontonier gratulieren dem FC, sind froh, dass das so an den Stand gekommen ist und klappt sowieso. Alles Gute zum Geburtstag und auf weitere 100 Jahre, Walter. Du bist doch ein begnadeter Schüttler gewesen. Kannst du dich erinnern an deine besten Zeiten? Mag ich, ja. Was waren so deine grössten Taten gewesen?
Was sind so deine grössten Erfolge? Ja, ich kann das nur noch genau sagen. Das ist schon viel zu lang her. Bist du die einzige Frau da? Ja, was, nein, nicht ganz. Was ist denn los mit diesen Frauen? Also mit den Fußballfrauen? Ja, ich weiss nicht. Die haben vielleicht nicht weg dürfen wegen den Mannen daheim. Meinst du? Ja, vielleicht will er weg. Aber du spielst? Ich spiele nicht mehr, aber ich bin im Vorstand. Aber hast du mal gespielt? Ja, ich war Trainerin von der Frauenmannschaft, von den Juniorinnen und ja, selber lange Fußball gespielt. Meinst du, kommt es wieder eine längere Mehr jetzt seit der WM denn? Oder EM, ja, also bei mir wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe drei Kinder und bin dort dran, um alle zu beschäftigen. Aber sie spielen wirklich gut, die Frauen, gell? Die Frauen sind super. Natürlich ganz ein anderer Fußball, weil die Frauen nicht so Simulanten sind wie die Männer und die spielen noch Fußball. Muss auch mal gesagt sein. He? Weg mit dem Männerstolz im Fußball. Die Frauen im Vormarsch. Die EM hat es ja gezeigt. Und dann ist es losgegangen mit dem Fest und mit dem Tino Kessali und dem Jack. Ihr habt gesehen, ich sehe hier irgendwo ein 100-Jahr-Buch. Wer das will, hat einen QR-Code auf dem Tisch. Wir tun nur einen altmodisch so mit Bestellzettel, wo wir mal mit mir suchen. Sondern ihr dürft den QR-Code nehmen, eure Adresse eintragen und das Buch wird euch eingeliefert. Wenn irgendein beim Apero die Werbetafel oder respektive die Gönnertafel vom 100 Jahr gesehen hat, wo man so namentlich draufstehen kann, auch dort gibt es einen Code, kann man führen, kann man draufscannen, mit 100 Franken sind wir die nächsten 100 Jahre an dieser Wand. Ich glaube, billiger gibt es kein Jahr als das. Somit habe ich genug geredet, ich gebe jetzt dem Jack das Wort und wünsche euch ganz viel Spass. Merci vielmals. Ich bin auch. Oh, sorry. Ist gut, hä? Danke Tino, an sich hättest du auch bleiben können und ich hätte gehen. Du hast das so gut gemacht. Das nächste Mal, im 200-Jährigen, kannst du das machen. Hallo miteinander, sage auch ich. Ich begrüße euch im Namen des Organisationskomitees zum 100. eigentlich ja der 101. Geburtstag vom FC Buchs. Ich begrüße Gäste, ich begrüße Supporter und Gönner. Ich begrüße die Festsponsoren, die FC-Mitglieder, sehr verehrte Damen und Herren, euch alle begrüße ich herzlichst. An dieser Stelle möchte ich nicht vergessen, dass die Supporter- und Gönnervereinigung vom FC Buchs 50 wird, dieses Jahr, beziehungsweise 51, das letzte Jahr war sie 50. Da wollen wir den Supporter herzlich gratulieren. Die Supporter und Gönner unterstützen den FC Buchs seit Jahr und Tag finanziell. Sie machen gemeinsame Ausflüge, besuchen unsere Spiele auf der Rheinau und auch auswärts. Sie fördern Zusammenhalt innerhalb der FC-Familie. Und was besonders erfreulich ist, es hat viele Nicht-Fußballer in dieser Vereinigung. Hans Grob, wo habe ich? Der dort. Ja, Hans Grob. Ich möchte dir stellvertretend für alle Gönner und Supporter, die in erfreulicher Zahl da sind, herzlichst gratulieren zu eurem Geburtstag. Wenn ein Sportverein 100 Jahre alt wird, feiert man nicht nur die Anzahl der Jahre. Nein, man wird sich auch seiner gesellschaftlichen Bedeutung bewusst, die man als Verein hat und weit über den Sport hinausgeht. Und wir im FC Buchs erfüllen auf verschiedensten Ebenen viele Aufgaben zum Wohl von unserer Gesellschaft, von unserer Stadt. Wir sorgen für ein aktives, sportliches und geselliges Leben und tragen auch viel bei zum sozialen Kit in Buchs. Die Stadt Buchs ist erfreulicherweise sehr gut vertreten und das deutet eigentlich dahingehend, dass sie mit dem Erscheinen uns anerkennen, was wir für eine Arbeit leisten. Wir möchten euch aber auch danken für die vielfältige Unterstützung, die uns die Stadt Buchs jedes Jahr zukommen lässt. Dass ich oder Beat Dinner begrüßen darf, der Regierungsrat, freut mich ebenfalls. Ich weiss, dass der Beat... Gut. Auf. Ich mag den Applaus gewinnen, vielfach kommt es kein über, gell? Dass der Beat beim FC Kantonsrat geshootet oder geshootet hat, das weiss ich. Gesehen habe ihn aber nie geshootet. Ich kann seine fußballerischen Qualitäten nicht beurteilen. Die politischen aber schon.
Wenn eine Privatperson mit seiner Familie und Freunden ihren 100. Geburtstag feiert, so sind vielleicht 50, 100 oder 300 Leute involviert. Bei einem Vereinsjubiläum, wie wir das heute feiern dürfen, kommt man bei einer Hochrechnung jetzt seit 1921 gut und gerne auf einige tausend Leute, die die Farben grün-weiss tragen oder getragen haben, sei es auf dem Platz oder als Anhänger und Freund im Herz. Und so wollen wir den Gründer und ihren Nachfolger dankbar sein. Und gleichzeitig hoffen wir, dass wir unseren FC Buchs in ihrem Sinn weiterentwickelt haben und noch weiterentwickeln werden. Bewährtes Bewahren und Neues Wagen soll weiterhin unsere Devise sein. Ob uns das gelingen wird, wird einmal das Jubiläumsbuch 2121 zeigen. Der heutige Jubiläumsakt möchten wir recht unkonventionell und einfach gestalten. Anstatt viele Reden möchte ich dann Tschutti-Gespräche mit diversen Leuten führen. Und ich sage bewusst Tschutti-Gespräche und nicht Fußball-Talk. Vorgängig möchte ich aber anhand des Jubiläumsbuchs, es ist schon ein paar Mal darauf hingewiesen worden, das war das hier, anhand von dem Jubiläumsbuch möchte ich zurückblicken, verbunden noch mit einigen persönlichen Gedanken. Das Buch ist also sozusagen das Drehbuch von meiner kommenden Ausführungen. Das Organisationskomitee hat das vorletzte Jahr schon sich überlegt, was machen wir? Machen wir nur eine einfache Zeitungsbeilage? Machen wir es nur digital? Aber es ist dann ganz klar, schnell ist das immer klar gewesen, dass wir ein Jubiläumsbuch machen. Etwas für uns, aber auch für unsere Nachwelt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Leuten, die ich sehr gut kenne, vom W&O und auch von der Kantonsschule, mit dem Hans-Jakob Reich und dem Hans-Jakob Gabertuller und dem Thomas Schweitzer. Beide Köben sind da, gut. Ich habe dann schnell mit ihnen Kontakt aufgenommen und habe ihnen dann gesagt, wie wäre es, könnten ihr da bei uns mitmachen, weil wir sind ja Laien und sie sind erfahrene Autoren. Und dann hat es gerade gut getroffen, sie haben selber ein Projekt, haben sie einen Mock über die Pfarrei im Werdenberg. Und somit sind wir uns relativ geschwind, mit einem guten Essen und zwei, drei Flaschen Wein einig geworden. Dank Ihnen und unserem Hoffotograf Hans-Rudi Rohrer, Manuel Zanker, der für die Darstellung sehr wesentlich hier mitgetragen hat, und Eugen als Hauptkorrektor, ist textlich, bildlich und gestalterisch, ich sage es jetzt mal ein bisschen prüfig, ein super Buch entstanden, mit 300 Seiten. Wir dürfen Freude haben an diesem Buch. Und es kostet nur 79 Franken. Und der Preis haben wir schon mal festgestellt, wo wir dann gemeint haben, es gibt noch 150 Seiten. Jetzt hat es 300. Und wir landen die Preise so stehen. Aber ihr könnt natürlich aufrunden auf 100 Franken oder 90 Franken. Wie ihr denn wollt, wenn ihr das kauft. All diesen Autoren und denen, die mitgearbeitet haben, ein herzliches Dankeschön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Ähnliches gibt auf dem Gebiet des OFV, aber auch wird uns der Peter Witschi dann können im Tschutti Talk dann sagen. Aber ich kann auch eins sagen, es war eine Zangengeburt. Eine rechte Zangengeburt. Einige schlaflose Nächte, ist jetzt ein bisschen übertrieben, habe ich gehabt, aber jetzt ist ein wunderbares Buch entstanden. Was lange währt, wird endlich gut, das kann man auch hier sagen. Dank der Pandemie haben wir ja das Buch eigentlich auch nicht verspätet auf den Markt gebracht, sondern wir können es heute rechtzeitig präsentieren. Eine Auflage haben wir 300 Stück, 70 oder 100, habe ich gehört, sind schon weg. Ihr könnt das online stellen, wie das der Dino vorher gesagt hat. Bilder sollen euch lustig machen. Da kann man auch längst verstorbene Leute aus vergangenen Zeiten sehen, wie der Heinz Bolter, der langjährige Präsident, der Hans Müntner, unser Bumsi, wie wir ihm gesagt haben, Spielertrainer, Menge Jahre, der Georges Birchmeier, der auch Präsident war, der Steff Gundli, der Vater von Walter Gundli, ist auf diesen Bildern zu sehen, und der Ries Vorburger, der Vater vom Filmchef hier, kommt auch drin vor. Schauen wir jetzt zurück
auf die Gründerzeit vor 2021. Wie hat sich dort unsere Welt dargestellt? Wie hat sie ausgesehen? Wir haben gerade den Ersten Weltkrieg hinter sich gebracht. Der Erste Weltkrieg 14 bis 18. Und nachher ist gerade noch die spanische Grippe gekommen, 18 bis 20. Die spanische Grippe mit 25'000 Toten ist dort überstanden worden. Der Erste Weltkrieg, wo man 1914 wahnsinnig euphorisch in Europa angefangen hat und 1918 mit 17 Millionen Toten geendet hat. Die umfassende neutrale Schweiz hat sich aus dem Krieg heraushalten. Wirtschaftlich und sozial haben wir natürlich auch darunter gelitten. Nach dem Ersten Weltkrieg hat es dann irgendwie einfühlbar, aber auch wieder zu euphorisch, Kaiser, nie wieder Krieg, es lebe der Völkerbund. Die Schweiz ist Mitglied geworden und was hat sie gemacht? Sie hat ihre Neutralität relativiert. Keine kriegerischen Aktivitäten, aber mitmachen bei Wirtschaftssanktionen. Heute tun sie wieder genau gleich. Die Geschichte wiederholt sich. Wie hat schon der George Santayana gesagt, ein amerikanischer Philosoph, wer aus der Geschichte nicht lernt, der ist verdammt, sie zu wiederholen. Erst 1938, kurz vor der nächsten Katastrophe, ist der Bundesrat zur umfassenden Neutralität zurückgekehrt und er hat sich und die Schweiz von wirtschaftlichen Sanktionen befreit. Rechtzeitig zum Glück kann man nur sagen, wenn man die damalige Geschichte kennt. Der Zweite Weltkrieg hat noch weit schlimmer als der Erste Weltkrieg mit an die 50 Millionen Toten geendet. Wer die jetzige Zeit mit damals vergleicht oder gar gleichsetzt, handelt recht leichtsinnig, wie ich meine. Der Vorwurf muss man vielen Politikern und Medialeuten machen, die offenbar über kein grosses geschichtliches Wissen verfügen oder in der Geschichtsstunde in der Schule geschlafen oder nicht aufgepasst haben. Jetzt aber wieder zurück zum 21. Als Gründer vom FC Buchs in Erscheinung getreten sind. Sie haben eine Idee von früher aufgenommen, die im Turnverein Buchs aufgekeimt ist, nämlich neben dem Turnen und das Schutten. Die Gründer haben sicher der FC St. Gallen, der 1870 gegründet worden ist, und viele Clubs in England im Vaterland vom Fußball kennt. Vermutlich haben sie aber nicht gewusst, dass in China schon vor Tausenden von Jahren geschutet worden ist. Und das offenbar einmal wie makaber mit einem ausgestopften Magen von einem getöteten Aufständischen. Das kann man im Buch gerade am Anfang nachlesen. Der Autor ist der Andreas Reich, der Sohn von Mansiakop, wo seit neuem SRF-Redakteur in Brüssel ist. Der 26. August 1921, am 8. abends, im Schöfli Buchs, das ist dort, wo heute Kreditanstalt mal war, haben junge Männer gegründet. Die jungen Männer von damals verdienen es, wie ich mit Hochdeutsch heute sage, heute namentlich und mit grossem Respekt und Dankbarkeit erwähnt zu werden. Das waren der Hugo Brandenberger, Ernst Birchmeier, Robert Felder, Albert Gmür, Erwin Geiger, Hans Hefliger, Albert Keller, Hans Knill, Xavier Moser, Felix Müller, Jakob Österreich, Albert Roman und Adolf Weber. Erster Präsident war der Albert Keller. Ihr habt sicher gemerkt, Gründer waren alles Auswärtige. Keine Einheimischen haben hier mitgegründet und mitgemacht. Kein Rohrer, kein Schwenener, kein Münchner, kein Schlegel und auch kein Rinner haben sie in der Zeit mitgemacht. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte geändert. Wie es im Buch heisst, war die Bevölkerung dem FC Buchs nicht geneigt. Das hat sich unter anderem mit der angespannten Beziehung zwischen den sportlichen Konkurrenten, dem Turnverein Buchs und dem FC Buchs noch viele Jahre gezeigt. Mein Vater Jakob beispielsweise hat als aktiver und guter Turner mit Jahrgang 20, wie fast alle Turner, nicht gerade viel vom FC Buchs gehalten. Umgekehrt wird das etwa ähnlich sein. Ich hätte wohl in den 60er, 70er Jahren nicht zum FC Buchs gehen dürfen.
Die heikle und spannende Frage hat sich dann unserer Familie gar nicht erst gestellt. Die Kinderlähmung vom 1956 ist dazwischen gekommen. 1998, als ich dann Präsident vom FC Buchs geworden bin, sind zwei Berichte im W&O gestanden. Ein Bericht, dass ich eben Präsident geworden bin, und ein Bericht, wo ich einen Vortrag hatte über das Ehrenbrecht. Und dann nachher hat ein Kollege vom Vater gesagt, der Bub war noch zweimal in der Zeitung gewesen. Dann hat er gesagt, ja, nein, Bericht hätte er früh gehabt. Das eher negative Image vom FC Buchs ist dann auch in der Fußballplatzgeschichte zum Ausdruck gekommen, wie man im Buch detailliert kann nachlesen. Kurz vor der Gründung ist im FC Buchs auf Zusehen hin bewilligt worden, ich zitiere, den Platz beim Rheinau-Schopf als Spielplatz zu benutzen, mit dem Vorbehalt, dass nur gespielt werden darf, wenn das Vieh nicht auf der Weide ist. Für allfälligen Schaden haftet natürlich der FC. Es ist nicht lang gegangen und ein abgeschmacktes Leitwerken hat man müssen konstatieren. Bereits im Oktober 2021 ist der Spielplatz durch eine landwirtschaftliche Düngungsaktion, man weiss nur Mist oder Gülle, ausspielbar gemacht worden. 1922 hat man dann den Platz ins heute überbaute Erlengrund- und Birkenau-Gebiet auf der Nordseite der ÖBB verlegt. 1930 hat man den Platz erweitert, umzäunt und sogar mit einer Tribüne mit 100 gedeckten Sitzplätzen versehen. Ob da der Johann Jakob Schwenner, der sehr ein guter Freund war von dem FC Buchs, da mitgewirkt hat, er war dort etwa Gemeindepräsident, weiss ich nicht. 1941 ist der Fußballplatz von 7000 Quadratmetern der Anbauschlacht Wahlen, die wir ja kennen, zum Opfer gefallen und zum Hörpfelacker umfunktioniert worden. Der FC hat dann kurz im FC Vaduz gespielt, aber dort hat es natürlich geheißen, uniformierte Schweizer haben dem Liechtenstein nichts zu suchen. 1941 hat man können ausweichen auf eine Wiese von Karl Zindel. Ich weiß nicht, ist das der Vater von Hans Zindel gewesen? Weiß ich nicht. Und am Ende des Krieges ist der FC Buchs im Buchserau am Fuß vom Rheindamm gezügelt. Dort ist man dann viele Jahre geblieben. Ab 1970 kann ich auf der abfallenden Dammstrasse meinen Autoplatz hatte und habe Buchserspiel von dort aus miterlebt und mitgefiebert. Mein roter Käfer ist auf der Höhe Mittellinie gestanden und ich habe gehupet, fast bei jedem Goal und am Schluss, wenn wir auch gewonnen haben. Ich bin aber so ein und habe den ersten gehupet, dass man mich ja nicht gesehen hat. Wegen der Autobahn haben wir dann den Superstandort aufgeben. Seit 1978 sind wir am heutigen Ort auf der Rheinau, eine wunderbare, schöne, idyllische Anlage. Ihr könnt euch heute überzeugen davon heute. Dank dem Gemeinderat Buchs mit dem Ernst Hanselbader Spitze haben wir 2007 in einer denkwürdigen, aber knappen Abstimmung an der Generalversammlung das heutige Clubhaus demokratisch erkämpft. Gell, Geni? Der Geni ist neben mir zugekommen, da sind immer mehr Leute gekommen. Und dann hat er gesagt, hey, dann zack, das sind nicht derjenigen, die uns die Stimme geben. Und nachher sind etwa 600, sind über 600 gewesen, wir haben etwa mit 500 gerechnet. Und er hat gesagt, da haben wir schon verloren. Dann habe ich gesagt, warte jetzt mal ab, jetzt reden wir zuerst. Und dann werden wir schauen und haben ja dann ganz knapp gewonnen. 2008 war dann die Einweihung und dort ist dann der Daniel Gut, Gemeindepräsident. Dort war noch Gemeindepräsident, glaube ich. Und deshalb ist mir dort noch etwas in Erinnerung geblieben. Ich meine, du hättest dort eine Sektflasche geöffnet. Ich glaube, es war dort. Und der Zapfen ist fort und genau ein Beetli ins Glas. Aber nicht nur Meter, sondern etwa 8-9 Meter. Und das war irgendwie ein gutes Omen. Wir sind dort noch sicher 5 Jahre in der Zweitliga geblieben. Die wunderschöne Fußballanlage, und das ist jetzt leider seit längerem ein Wermutstropfen in unserem Verein, ist einfach zu klein. In der letzten Zeit ist es sogar vorgekommen, dass wir Kinder oder Jugendliche haben müssen abweisen und auf eine Warteliste setzen.
Vorübergehend haben wir, wie ich gehört habe, mit der Schulgemeinde eine Lösung finden können. Trainings finden zum Teil auf der Buchser Schulanlage statt. Vielen Dank, Katrin. Heute sind wir vom kleinsten Junior bis zum ältesten Aktivspieler von beiden Geschlechtern fast 400 Leute, die shooten. Dazu kommen noch die vielen Trainer, die Coaches, die Funktionäre und viele Helfer. Für eine wachsende Stadt wie Buchs mit im Moment 13'000 Einwohnern und mit entsprechend immer mehr Fußballbegeisterten müssten unsere Sportanlagen in irgendeiner Form erweiterbar sein. Das ist jetzt zwingend erforderlich, in Jahrzehnten zu denken, zu planen und rechtzeitig zu umsetzen. Ich bin darum gern bereit, mit dem bald einmal pensionierten Amtsträger Daniel Gut und der Heini Senn, habe ich euch gesehen, mit euch zwei die kritische Platzsituation vom FC Buchs einmal ernsthaft zu diskutieren und wenn immer möglich auch zu lösen. Was dann im nächsten Jubiläumsbuch 2021 positiv verwirkt werden wird. Ich werde euch alsbald kontaktieren. Das können wir dann gerade verbinden mit der Übergabe von dem schönen Jubiläumsbuch, das ich dann euch überreiche. Und jetzt komme ich natürlich noch zum Hauptteil vom Buch, zum Sportlichen. Über das Juniorenwesen wird auf einigen Seiten viel geschrieben. Schon in den 40er und 50er Jahren hat man dem Juniorenwesen Beachtung geschenkt. Man war sich bewusst gewesen und bewusst worden, dass die Junioren das Kapital von morgen sind. In einer Werbeaktion 58-59 sind neue Junioren gesucht worden, die ich zitiere. Mit 11 neuen Bürschchen hat die Werbeaktion einen erfreulichen Ausgang genommen. 11 neuen Bürschchen. Weiss ich, da ist da der Geni echt dabei gewesen, im 58. Nicht gut. Die Junioren von damals und auch ein bisschen später, wie der Walter Seifer, der Geni Lichtensteiger, Turi Meier, Wally Kehl oder Wally Gundli, den ich gerade gesehen habe. Und noch viel mehr sind Aktivspieler geworden und noch heute im Verein integriert. Allerdings ohne oder mit der grauten Haar und schon bald einmal 80 Jahre. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Erwähnen möchte ich auch die Senioren, die heute polysportiv unterwegs sind und die allermeisten schon als Junioren beim FC Buchs angefangen haben. Sie sind im Verein nicht wegzudenken. Sie bröteln, sie kassieren ein, sie amten als Trainer, sind im Vorstand oder in Kommissionen tätig. Und sie gehören, das freut der Kassier und unsere Wirtin Bossi, auch zu den gewichtigsten Konsumenten unserer Beiz. Natürlich sind im Buch auch unsere Frauen erwähnt. Die Initialzündung zum Damenfußball hat vermutlich der Match vor 50 oder jetzt eben 51 Jahren in unserem Jubiläum gegeben. Der FC St. Gallen hat gegen den FC Zürich gespielt und 10-0 gewonnen. Heute wäre es vielleicht eher umgekehrt, weil die FCZ-Frauen sind ja Meister und Cup-Sieger geworden. Wie ich mich noch erinnern kann, ist der Damenfußball viele Jahre belächelt worden. Und man hat weniger auf den Ball, sondern vielmehr auf die Runden geschaut. Das hat sich gerade in den letzten Jahren aber verändert. Die letzte EM hat das wieder deutlich gezeigt. Die Vergleiche mit dem weit gröberen Männerfußball sind nicht angebracht. Wir schauen ja auch Skirennen von Frauen, ohne sie ständig mit den Männern, den Herren, zu vergleichen. Und so freuen wir uns, dass wir bei uns über 80 Frauen, Juniorinnen bei uns haben. Sie sind eine wichtige Stütze vom Verein. Im Buch werden auch unsere aktiven Schiedsrichter vorgestellt. Sie sind ein sehr wichtiger Bestandteil vom FC Buchs. Ohne sie gäbe es keinen Meisterschaftsfußball auf der Rio. Das muss man sich einmal bewusst sein. Denn pro Schiedsrichter sind zwei Mannschaften spielberechtigt. An der Meisterschaft teilt es nicht. Kein Schiedsrichter, keine Meisterschaft. So einfach bzw. so schlimm war das. Natürlich ist die erste Mannschaft das Aushängeschild von jedem Fußballverein. Sie ist im Buch dann auch am meisten erwähnt. Und wie ein roter Faden ziehen sich durch die 100 Jahre die sportlichen Erfolge und Misserfolge für unsere erste Mannschaft. Wir sind, ich sage es nicht gern, eine klassische
Liftmannschaft oder wie der Geni sagt, eine Fahrstuhlgemeinschaft. Auf und nieder, immer wieder, mal Zweitliga und dann eine oder mehrere Saison später wieder dritte Liga. Und das mit guten Trainern und guten Spielern. Zum Beispiel ist unser Freund und viel zu früh verstorbene Hans Müntener, das habe ich schon erwähnt, als Spielertrainer, auf- und abgestiegen. Der Hans hat im Übrigen in Winterthur in der Nazi B gespielt, er hätte ja locker Nazi A können spielen. Er war Mitglied von der Amateur-Fußball-Nationalmannschaft, unter anderem mit dem Rolf Blättler. Und das kann er im Buch nachlesen. Oder denken wir auch an den verstorbenen Mann aus der Bundesliga, Peter Brusch, Jahrgang 42. Er hat bei Eintracht Frankfurt, bei Köln und bei Kaiserslautern gespielt. Und wie gesagt, der Peter Hund ist ein harter Hund. Aber auch er ist auf- und abgestiegen. Und ich hatte ein Erlebnis 1977 in Mitnau. Mein Jugendfreund und Schwingerfreund Uli Eckenberger hat in der ersten Halbzeit ein wunderbares Goal geschossen. Ich glaube, ein Hechtköpfler ist es gewesen. Dann weiss ich ein zweites Goal, vielleicht der Wald, ich weiss es auch nicht mehr. Ist dann, der Buchs 2-0 geführt in Mitnau. Und dann hat Hans Gmünder und ich gesagt, nächstes Mal kommen wir dann mit dem 2. Und nachher ist die zweite Halbzeit gekommen, wir haben 3-2 verloren, sind abgestiegen und das nächste Jahr ist Wittenau 2 auf Buchs gekommen. So schnell kann es gehen. Meine Amtszeit 1998 hat dann angefangen mit dem Ziel Aufstieg in die zweite Liga, was wir nach mehreren Anläufen 0-5-6 endlich geschafft haben. Am 13. sind wir dann wieder rein, am 14. wieder ruhig. Und so habe ich dann 2015 zufrieden die Führung des Vereins an Walter Schlegel übergeben. An dieser Stelle möchte ich den bis heute einzigartigen Ausreißer noch erwähnen, als wir 2016 den Aufstieg in die zweite Liga interregional geschafft haben. Ein wunderschönes Erlebnis, aber ein saumässig kurzes. Ein Jahr später sind wir nämlich wieder abgestiegen, und zwar sehr knapp. Das erinnert mich heute noch. Und Genis Fahrstuhl nach abwärts war leider nicht besetzt, sondern schicksalshaft weitergefahren, direkt in die dritte Liga. Und somit haben wir heute einmal mehr sehrhafte Ziel, wieder in die zweite Liga aufzusteigen. Es wäre natürlich toll, wenn es das Jahr klappt, nachdem wir das letzte Jahr, ich weiß nicht warum, das Ziel verpasst haben. Und heute hat es gut angefangen. Rüti hat 1-5 verloren gegen Buchs. Also Buchs hat auswärts 1-5 gewonnen. Rüti hat gesagt, sie wollten aufsteigen, hat aber in dem Bericht auch gesagt, dass Buchs, glaube ich, noch ein bisschen besser ist. Im Moment haben wir zwei Drittligamannschaften, eben heute Rüti. Und morgen geht 1B Ems. Also der zweite Mannschaft, die in der Drittliga ist, wünsche ich also schon jetzt alles Gute in Ems. Warum steigt man eine Art immer wieder ab und dann wieder auf? Ist es Grenzregion, ist die Grenzlage zum Liechtenstein? Oder ist es womöglich genetisch bedingt? Ich weiß es nicht. Aber trotz all den Auf- und Abstieg ist der FC Buchs ein Prachtverein, der uns allen Heimat ist. Heimat für die Aktivmannschaften, für die Juniorinnen und Junioren, bis zu den Kleinsten, wo Freude am Fußballspieler ist, geweckt wird. Heimat bleibt der FC Buchs oder den Senioren, für alle, die im Verein mitschaffen und für alle unsere Anhänger, die treu zu uns stehen, beim Gewinnen wie auch beim Verlieren. Wie wird das zweite Jahrhundert vom FC Buchs aussehen? Was steht einmal im Jubiläumsbuch 2121? Oder gibt es überhaupt ein zweites Buch? Fragen über Fragen, die uns alle bewegen, aber nicht leicht zu beantworten sind. Denn in der Welt läuft es im Moment alles andere als gut. Es brodelt geopolitisch rund um die Welt. Nicht wenige Politiker und Medienschaffende in Europa und auch in der Schweiz meinen, im Geo-Orchester aus der warmen Stube aus aktiv mitbellen zu müssen und zusätzlich noch Öl in schon brandgefährlich Feuer zu gießen. Das muss uns Sorgen oder auch Angst machen.
Weniger wegen uns Eltern, aber für unsere Kinder und Kindeskinder. Aber ich glaube noch daran. Und das wünsche ich uns allen, dass die einzigen maßgeblichen Player auf dieser Welt, und das sind nun mal Amerika, China und Russland, dass die in den ersten Monaten doch noch irgendwie den Rang finden, der täglich todbringende Teufelskreis zu beenden und zurückzufinden zur friedlichen Koexistenz. Und in dieser hoffentlich nicht naiven Zuversicht wünsche ich dem FC Buch sportlich den baldigen Aufstieg in die zweite Liga und dass alle anderen Mannschaften ihre gesteckten Ziele erreichen werden. Und ich wünsche dem FC Buchs und uns allen weiterhin gute Kameraden und Freundschaften, wie es in dem Lied besungen wird, wo jetzt dann laufen gelassen wird. Danke euch. Und Emotionen. Es ist wieder so weit, grün, weiß, mein Verein, meine Traditionen. Der Ball rollt über die Rinau an der Südkurve vorbei. Wir gewinnen und verlieren, aber die Liebe bleibt die gleich. Wir laufen und wir kämpfen weiter, bis der Schiri bleibt. Einer geht für alle, weil bei uns sind alle gleich. Hey! FC nimmt in dieser Zusammenhang. Der FC Buchs ist mein Verein. Bei dir fühle ich mich wieder heim. FC Buchs, vor jung bis alt. Nimmt in dieser Zusammenhang. Oder schlechte Zeiten. Es ist wieder so weit, grün-weiss, mein Verein, wir wollen bis an die Spitze. Seit 1921 am Ball, Aufstieg oder Abstieg, es gibt eine Wurst auf jeden Fall. Kopfball, Pass und Flanke und der Angriff ist im Gang. Das Runde muss in Sicking, FC Buchs, mein Leben lang. FC Buchs! FC Buchs, so jung bis alt, nüt hält uns ein Zusammenhalt. Der FC Buchs ist im Verein, mit dir fühle ich mich wieder heim. FC Buchs, so jung bis alt, nüt hält uns ein Zusammenhalt. Der FC Buchs ist im Verein. Ich schlage vor, dass wir 10 Minuten Pause machen. Kann euch konsumationsweise wieder beglücken.